Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo Sport hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute schauen wir uns zum ersten Mal die Gruppe 3 an, die ja sozusagen das Pendant zur GT3 ist. Und da gibt es natürlich viele echte GT3-Boliden, die da mit drin sind, aber allerdings auch ein paar, ja, fiktive, würde ich sagen, oder Boliden, die darauf aufgetrimmt wurde. Dadurch haben wir natürlich ein sehr großes Starterfeld. Eines dieser Fahrzeuge, die wir uns heute anschauen werden, ist der NSX Gruppe 3 und ein, oder vom NSX, vom Honda NSX gibt es ja auch tatsächlich ein GT3-Fahrzeug. Allerdings hier ist mir schon aufgefallen, ich bin mal knapp 10 Kilometer gefahren, nicht mal ganz, dass wir hier, glaube ich, eine etwas ältere Version haben, aber wir gucken einfach mal ganz kurz rein, denn wir haben hier tatsächlich ein normales Lenkrad drin. Ich kenne es nämlich beim NSX tatsächlich zum Beispiel aus Project Cars, dass eben noch oder das schon ein Formel-Lenkrad hier mit drin ist. Aber wir können ganz kurz mal hier auf die Daten des Fahrzeugs schauen, indem wir es hier auswählen. Da müsste doch auch irgendwo das Jahr stehen, oder nicht? Ja, steht es nicht da? Ich sehe es nicht. Ja, steht Strich, Strich, Strich. Ja, vielleicht ist es auch eine Eigeninterpretation, wie es hier umgesetzt wurde. Ist aber auch nicht schlimm. NSX so oder so ein geiles Fahrzeug. Wir haben hier im Spiel, um das ausführlich auszuführen, noch eben die Gruppe 4-Variante dieses Fahrzeugs, als auch die Straßenversion des Fahrzeugs. Wir sehen, maximale Leistung 423 kW bei 583,9 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze bei 1,3 Tonnen Gewicht, also ja, typisches GT3-Reglement. Wir können bei den Fahrzeugeinstellungen mal kurz reingucken und da gibt es auch ein interessantes Detail hier in Gran Turismo Sport. Man kann nämlich die Leistung der Fahrzeuge etwas verändern. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir möchten das Ganze ein bisschen leichter machen, das Fahrzeug. Können hier von 95% bis 105% das verändern vom eigentlichen Standardwert. Das Ganze geht auch mit der Leistung. Wir können hier von 100 bis 107% die Leistung verändern und nach unten. Das hat einfach, glaube ich, den Sinn, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach um ein Balancing zwischen den Fahrzeugen hinzubekommen. Es steht auch da, Leistungsbalance, Balance of Performance, die ist jetzt aktuell aus. Also wir können jetzt gerade nichts einstellen. Das können wir dann vielleicht gleich machen, wenn wir zum Rennen gehen. Und wir können dieses Spektrum aber auch erweitern. Wir könnten jetzt hier quasi das auftunen durch unsere eingefahrenen Meilen. Und ihr seht, es geht nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Von 93% Leistung können wir auch runter auf 86%, beziehungsweise von 107 auf 114. Und dann gibt es auch noch eine dritte Stufe. Also das heißt, man kann halt einfach dieses Balancing noch weiter ausbauen und dadurch vielleicht auch seine eigene Vorgaben entwerfen. Ich weiß es nicht genau, das muss man einfach mal gucken. Vielleicht weiß aber jemand von euch da auch ein bisschen mehr. Das macht ja vielleicht gerade Sinn im Online-Racing oder wenn man eine eigene Community-League aufstellen möchte, dass man das Ganze einfach so ein bisschen noch anpassen kann, was Gewicht und Leistungsstärke angeht. Denn doch nicht jedes Fahrzeug, auch wenn es von derselben Rennklasse ist, ist eben gleich. Gut, ansonsten würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Wir gehen zum Rennen bzw. erstellen ein Rennen. Das machen wir jetzt einfach hier gemeinsam, so wie ich es ja auch in der ersten Ausgabe schon gemacht habe. Wir gehen in den Arcade-Modus. Wir machen ein benutzerdefiniertes Rennen. Ich habe mir gedacht, wir fahren heute auf dem Japan Circuit, also auf dem Suzuka Circuit. Wo haben wir ihn denn hier? Und zwar den normalen Kurs. Und wir fahren, wo fahren wir denn am Mittag, am Tag? Fahren wir einfach am Tag, oder? Komm, schönes Wetter. Wir wählen den GT3 aus und stehen natürlich auf manuelles Getriebe. Und jetzt stellen wir hier wieder ein paar Sachen ein. Wir werden wieder auf Zeit fahren. Ich denke, das ist einfach die beste Lösung. 25 Minuten. Fahrzeugauswahl, mehr wie 20 geht nicht. Wir machen einen fliegenden Start. Startaufstellung, ja, starten wir einfach wieder von hinten, würde ich sagen. Und der Abstand relativ kurz. Windschattenstärke realistisch. Mechanischer Schaden würde ich leicht machen. Boost stellen wir wieder aus. Dann Reifenverschleiß, würde ich jetzt sagen, machen wir mal einen erhöhten. Machen wir mal zweifachen Reifenverschleiß und auch zweifachen Benzinverbrauch. Ich weiß nicht, ob wir dann in die Box müssen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Bodenverhaftung, ja, ist eigentlich egal, realistisch. Oder macht das einen Unterschied? Ne, macht eigentlich keinen Unterschied, ne? Ja, gut, es ist eh nicht nass. Ist egal. Gegnerschwierigkeit wieder auf Profi. Und Abkürzungsstrafe machen wir mal schwach. Und Wandkollision, ja, wie gesagt, ist die Strafe schon genug, da wir mit Schaden fahren. Dann würde ich sagen, dann starten wir einfach das Rennen und dann gehen wir da auch mal hin. Und ja, dieser NSX sieht schon sehr, sehr geil aus. Also mir gefällt er richtig, richtig gut. Richtig böser Blick, dieses Fahrzeug. Sowohl eben auch die Serienversion als auch eben die GT3 bzw. hier die Gruppe 3 Version. Auch die Gruppe 4 Version sieht sehr, sehr schick aus, wie ich finde. Sehr aggressiver Blick, diese Front. Also mir gefällt er auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, von der Traktionskontrolleinstellung, denke ich mal, werde ich so ungefähr eine Zweier-Einstellung fahren bei so einem GT3-Boliden.
Und dann kann man aber auch während dem Rennen das ja auch noch anpassen. Das ist ja kein Problem. Das ist, finde ich, auch eine sehr coole Sache hier im Gran Turismo Sport, dass man eben halt auch während dem Rennen die ganze Sache anpassen kann, wie man es zum Beispiel auch von anderen Rennsimulationen kennt, wie zum Beispiel einem Assetto Corsa, einem Race Room, einem Project Cars. Auch da ist es natürlich anpassbar. Ansonsten, ja, wir können ganz kurz nochmal hier reingehen, hier nochmal kurz reingehen und dann gucken wir gerade mal, ob wir jetzt da was einstellen können. Ah, genau, für die Rennstrecke Einstellung aktiviert, dann machen wir das mal. Dann sind wir aber trotzdem bei 100, also es ändert sich jetzt eigentlich nichts hier. Aber ich mach's trotzdem mal, ja, dann ist es nämlich auf die Gruppe 3 gelockt und dann passt es vielleicht auch mit der KI ganz gut. Wir werden mit den harten Reifen unterwegs sein, ich denke, das ist ganz gut. Oder sollen wir auf die mittleren gehen und dann vielleicht einen Boxenstopp mal? Ja, probieren wir es mal aus. Gehen wir mal auf Mittel und vielleicht müssen wir dann in die Box mit dem zweifachen Reifenverschleiß. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Ich würde sagen, wir starten das ganze Rennen. Und auch hier wieder der Hinweis gleich am Anfang. Ich bin wieder mit dem DualShock-Controller unterwegs. Sobald ich mit Lenkrad unterwegs sein werde, werde ich das auch erwähnen. Aber jetzt so die ersten Ausgaben werden erstmal hier mit entsprechend Controller sein. So, jetzt müssen wir erstmal hier uns langsam rangrooven. Und gucken, wie wir hier zurechtkommen. So, erstmal ein bisschen gucken, wie die KI so fährt. Ist nämlich für mich auch jetzt der erste Test hier auf der Strecke mit der KI. Und ja, nach dem letzten KI-Rennen auf Bathurst da, ja, gab es hier so ein paar Berührungen, die ich gerne nicht gehabt hätte. Deswegen will ich das jetzt erstmal so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze so verhält. Traktion ist schon auf 2 eingestellt. Von der Stärke her. Ich sehe die auch ab und zu aufblinken. Links seht ihr den Reifenverschleiß und den Spritverbrauch. Also, da gucken wir mal. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe tatsächlich noch nie einen Boxenstopp ausprobiert. Ich habe mir nur hören oder sagen lassen, dass der extrem geil sein soll hier in Gran Turismo. Deswegen bin ich auch mal wirklich gespannt, falls wir wirklich in die Box fahren müssen, wie das Ganze denn so ausschaut. Aber da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Aktuell hänge ich jetzt auch noch hinter dem Alfa Romeo 4C Gruppe 3 fest. Auch ein sehr geiles Konzept. Und da muss ich schon den Abflug machen, weil ich sonst fast gecrashed werde. Normalerweise. Jo, da werde ich auch gedreht. Alles klar. Das war jetzt nicht die feine englische Art. Normalerweise hätte ich gesagt, müsste ich ihn wieder vorbeilassen, weil ich ihn ja quasi neben der Strecke überholt habe. Aber ja, so, ich wurde einfach direkt weggedreht und dementsprechend ins Ausgelassen. Alles klar. So, egal. Wir versuchen jetzt hier einfach nochmal ranzukämpfen. Aktuell nur letzter Platz. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Die erste Runde ist noch nicht mal fertig. Aber ja, dennoch möchte ich natürlich eine gute Position einfahren. Das geht so aktuell natürlich nicht. Der erste ist schon über Startziel gefahren. Ist mal ein bisschen zu spät gebremst. Da bestraft ja ein Gran Turismo rigoros, wenn man zu spät auf der Bremse ist. Da gibt es kein Erbarmen. Und jetzt habe ich auch noch eine Strafe. Okay, warum auch immer. Naja, immerhin gibt es ein Strafensystem, das muss man ja sagen. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut gelöst. Damit, dass man so und so lang eben vom Gas gehen muss. An einer bestimmten Stelle, wo man normalerweise Vollgas gibt. So, jetzt versuchen wir aber uns hier mal ranzukämpfen. Kann ja nicht sein, dass wir hier auf dem letzten Platz rumfahren. Das war nicht die Idee dahinter. Ich weiß halt nicht, ob diese Bob-Einstellung jetzt nur für unser Fahrzeug gegolten hat oder dann automatisch für alle gilt. Das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir dann noch rausfinden müssen. Aber ich glaube, die sind ja alle sowieso schon von grundlegend eher ähnlich aufgebaut. Deswegen sollte das jetzt eigentlich passen. So, ich probiere jetzt hier mal den Angriff da reinzusetzen. Ja, ein bisschen aggressiver muss man da schon angehen, das Ganze. Aber das hat jetzt gepasst. Vor uns, glaube ich, die GT Vision Version des VW Golfs oder eines VWs zumindest mal. Dieses offene Fahrzeug hier. Also passt meiner Meinung nach jetzt nicht ganz hier rein, aber ja, wie gesagt, Gran Turismo versucht halt natürlich eine große Auswahl und Vielfalt zu bieten, wobei
Ich weiß nicht, zu viel macht es auch nicht schön. Ich finde, hätten sie sich wirklich auf die GT3s und diese paar auch fiktiven GT3s beschränken, wäre okay. Aber diese Gran Turismo Vision Cars, finde ich, sind hier ein bisschen fehl am Platz, meiner Meinung nach. Aber ja, jeder wie es mag, ist ja okay. Ich muss mir das Fahrzeug, ich muss das Fahrzeug ja hier in der Klasse nicht fahren. So, wir versuchen uns jetzt aber mal nach vorne zu kämpfen. Wir sehen auch schon leichten Reifenabrieb. Ich glaube fast, dass der Spritverbrauch uns eher Probleme bereiten wird. Und eben nicht. So, ja, das haben wir fast gedacht, dass er hier jetzt versucht zuzuziehen. Aber wir bleiben trotzdem, oder können uns trotzdem dagegen erwehren, gegen den AMG GT3 und ja, kämpfen jetzt gegen den 650 GT3 gleich da vorne, gleich schön zu erkennen an diesem ja, McLaren Racing Orange, was er ja gerne drauf lackiert wird. Ja, ein bisschen zu hohen Gang gehabt, glaube ich. Da hätte ich jetzt eher am dritten und dann kurz in den vierten gehen müssen, aber naja, lassen wir das mal so stehen. Schaden haben wir aktuell keinen oder so, das ist schon mal gut, sondern bei diesem ganz normalen Abrieb, der hier halt zustande kommt, gerade hier in Japan, wo viel gefahren wird oder viel Kurven gefahren wird, sollte der Reifenabrieb auch hoch sein. Ja, ich weiß nicht, wie die KI sich anpasst. Vielleicht passen die sich auch komplett an, wenn ich jetzt eine weiche Reifenmischung genommen hätte, dass sie das dann auch gemacht hätten. Ich weiß es nicht, oder ob die jetzt mit hart unterwegs sind und deswegen ich in den Kurven etwas besser unterwegs bin. Ich weiß es nicht. Darüber kriegt man hier jetzt gerade keine Informationen. Aber vielleicht weiß jemand von euch, wie die KI auf solche Änderungen im Setup reagiert. Ich probiere es zumindest mal aus. Und dass die KI nicht die schnellste ist in Gran Turismo Sport, das wissen wir ja. Aber ich denke gerade mit solchen Herausforderungen, wenn ich solche Rennen mit von hinten starten mache und eben vielleicht mit Boxen, Stops und so weiter, dann könnte das ja eine ganz spannende Geschichte werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier uns vorne nach vorne kämpfen können. Ja, da war noch innen. Shit. Ah, ich habe zu spät reagiert. Das ist ärgerlich und sind wir wieder letzter. Alles klar. Also hier wird man eiskalt bestraft, wenn man es dann doch zu viel will. Ja, er war noch innen. Ich habe aber zu spät die Anzeige gesehen. Wir haben ja unten bei der Drehzahl, bei der digitalen Drehzahlanzeige hier, oder beim HUD, haben wir ja eine Anzeige, ob sich links oder rechts ein Fahrzeug daneben befindet. Und ja, die habe ich zu spät wahrgenommen und dann bin ich schon auf dem Weg beim Zuziehen gewesen und das war natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte, also Verzeihung an dieser Stelle, aber wir haben trotzdem keinen Schaden dadurch erlitten. Nehmen wir alles gut. Jetzt müssen wir aber uns nochmal erneut nach vorne kämpfen, kostet natürlich viel Zeit und ist natürlich super ärgerlich. Spitzengruppe fährt auch schon ein bisschen da vorne. So, ich versuche es jetzt mit leichter Berührung hier, leichtem Kontakt vorbeizufahren. Jetzt versuchen wir es mal. Ja, die GT3 oder die Gruppe 3, wie sie ja hier heißt, werden wir auf jeden Fall des Öfteren fahren. Da sind einfach sehr viele Fahrzeuge dabei. Wie gesagt, auch viele fiktive Fahrzeuge. Zum Beispiel ein Citroën Gruppe 3, den ich sehr geil finde vom optischen Design. Den ich auch schon in der Garage stehen habe. Den habe ich mal gewonnen hier im Spiel. Fand ich sehr, sehr cool. Da werden wir sicherlich auch mal fahren und viele anderen eben auch. Oder eben auch die Bekannten, wie eben diese AMG GT3. Werden wir sicherlich mal uns anschauen. So, jetzt aber genug gelacht. Und genug gechillt. Jetzt machen wir mal ein bisschen hier Angriff. Wir müssen jetzt versuchen, an dem McLaren erneut vorbeizugehen. Bin ja ein bisschen so. Bisschen aufflashen, aber das hat jetzt nicht so klug geklappt. Denn die Taste, um das Fernlicht oder das Licht anzumachen, also nicht das Standlicht, sondern das andere Licht, ist der linke Stick, mit dem ich gerade lenke. Also nicht so effektiv, das in der Kurve zu machen. Ja, aktuell läuft es gerade nicht so. Sprit ist schon fast bei der Hälfte angekommen. Also es kann schon sein, ja, das könnte sogar reichen am Ende. Müssen wir vielleicht ein andermal einfach noch mehr Spritverbrauch machen oder den Reifenverschleiß noch höher machen. Ist es nicht so gut hier auf dem Körb.
Hier ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir jetzt hier gut rauskommen. Ah, da lässt uns der McLaren kaum Platz. Dadurch verliere ich jetzt ein bisschen Schwung leider. Aber jetzt im Windschatten vielleicht. Probieren wir es doch mal. Auf der Bremse. Es hat vorher gut geklappt. McLaren oben raus ein bisschen mehr Speed gehabt. Ungefährlich hier. Da sind die Köpfe ganz hoch und da ist kaum Grip da auf der Seite. Auf dem Grün sowieso nicht. Ja, aktuell will es gerade nicht so gelingen. Und jetzt habe ich einen leichten Schlag von hinten verspürt. Dann sind wir wieder hinterm AMG. Ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme, mich hier an der KI vorbeizusetzen. Was ich schneller kann, das steht, glaube ich, außer Frage. So, jetzt aber, das gibt's jetzt nicht. Jetzt muss ich mich echt mal konzentrieren. Ich hänge ja immer wieder an denselben Leuten fest. Das kann's doch nicht sein, Leute. Hier mit dem Honda. So, probieren wir es mal. Vor uns jetzt unser Gegenstück, beziehungsweise dasselbe Fahrzeug. Es gibt ja bei den Rennwagen jetzt nicht mehrere Auswahl an Lackierungen. Man kann sich natürlich selber eine Lackierung machen. Das ist natürlich auch eine Sache, aber ja, ist jetzt nicht, wo ich jetzt Lust drauf hatte, mir eine mega lange Lackierung da zu basteln. Wobei das natürlich auch eine Option ist, selbstverständlich hier. So, jetzt versuchen wir doch mal hier im Windschatten. Ich glaube, wir müssen sogar fast wirklich an die Box noch gehen. Ich glaube, der Sprit wird nicht ganz reichen. So, hier müssen wir ein bisschen mehr abbremsen, nicht, dass wir abfliegen. So, jetzt hier an der Viper dran. Ja, die Spitzengruppe fährt auf und davon da vorne. Die sind richtig weit weg schon gefahren, wenn man mal auf die Minimap oben rechts achtet. So, der fährt hier ein bisschen Kampflinie. Sehr schön. Finde ich gut, dass er sowas macht. So, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht schon wieder mich irgendwo auf einen Fehler verleiten lasse. Sondern ich muss hier auch ein bisschen Geduld beweisen. Das ist aber die Frage. Wir sind jetzt weniger als die Hälfte des Sprites ist weg. Wir haben noch auf jeden Fall mehr, oder wir haben noch nicht ganz die Hälfte des Rennens erreicht. Und wir werden wahrscheinlich nochmal eine zusätzliche Runde am Ende haben. Ah, der zwingt mich hier auf eine falsche Linie. Das ist echt schade. Das heißt, ich könnte ja versuchen, den Boxenstopp vorzuziehen. Allerdings wären wir dann wahrscheinlich ein bisschen weg vom Feld. Und deswegen, das wäre ja auch ein bisschen schade. Wir wollen ja auch ein bisschen Renn-Action haben hier im Feld. Deswegen warten wir da jetzt noch ein bisschen ab, bevor wir in die Box gehen. Zumal ich eh nicht weiß, wie das funktioniert. Und ich bin auch mal gespannt, wie die Konkurrenz denn das Ganze macht. Ich meine, man könnte natürlich auch versuchen, die Spritmischung zu ändern, denn das ist auch möglich in Gran Turismo Sport. Und das ist natürlich auch geil, dass man halt eben von einer fetten Mischung auf eine magere Mischung geht, so Sprit spart und sich einen Boxenstopp spart. Allerdings weiß ich jetzt nicht, inwieweit das die Konkurrenz macht. Möglich wäre es, dass sie sowas macht. Aber ich glaube, ich fahre einfach auf alles oder nichts. Dementsprechend versuchen wir jetzt hier mal an der Corvette gleich vorbeizugehen. Hier sehr langsam ist, leichte Berührung. Passt aber alles wunderbar soweit. Bisschen weit weg, um jetzt wirklich Windschatten zu ziehen. Hätte ich ein bisschen schneller durch können. Aber jetzt schauen wir mal. Ich würde das jetzt hier geschickt anstellen. Bremst ja sehr stark ab. Vielleicht auf der Bremse jetzt gleich. Ein bisschen später bremsen. Ja, ist fast schon hier auf den Vordermann aufgefahren, aber ich musste natürlich was riskieren hier gegen den Toyota. Ist das nicht sogar die Supra? Also die neue Supra-Version nur als GT3? Ich glaube schon. So. Ja, ich glaube, um Platz 1 werden wir nicht mehr kämpfen. Dazu habe ich am Anfang einfach zu viele Leichtsinnsfehler gemacht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ein bisschen Renn-Action im Feld ist doch auch okay.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie die KI nochmal ein bisschen nachpatchen, dass sie die nochmal ein bisschen stärker machen oder nochmal einen neuen Schwierigkeitsgrad dazu machen. Dann könnte man, glaube ich, hier richtig geile und spannende Duelle haben. So ist es halt tatsächlich quasi nur die Herausforderung, wirklich nach vorne zu kommen. Aber ja, ist ja auch nicht schlecht. Macht ja auch Spaß auf seine Weise, weil ich ein bisschen im Drehzahlbegrenzer, aber hat trotzdem gereicht, hier um vorbeizugehen. Jetzt haben wir den Aston Martin vor uns. Ja, hier vorbeizugehen wird schwierig. Aber ich probiere es mal außenrum. Das klappt wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe jetzt in die Box, ehrlich gesagt. Ich fahre halt einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, ob man einen Pit-Limiter oder sowas braucht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das kann jetzt eigentlich nur schief gehen. Und manch einer sagt jetzt, ja Ray, hättest du es doch vorher mal getestet. Und ja, das hätte ich vielleicht tun sollen. Andererseits, oh, erlebt ja meine Live-Reaktion, indem ich es wahrscheinlich jetzt gleich verkacken werde, gleich mit. Dann hast du mindestens ein bisschen was zu lachen. Aber ich fahre jetzt einfach rein. Und guck mal, wie das Ganze ausschaut. So, leicht anbremsen sollte eigentlich passen. Der Subaru ganz langsam unterwegs. Subaru GT3 auch sehr geil. Fährt sich auch sehr gut. Bin ich schon gefahren. So, ich fahre jetzt mal rein. Mal gucken, was passiert. Okay, ich kann jetzt wählen. Ja, dann machen wir alles mal oder nichts, oder? Machen wir mal auf weich und nachtanken. Ja, wie kann ich tanken machen? Ich weiß nicht, wie tanken geht. Ah, die tanken schon automatisch. Okay. Ich dachte, man kann einstellen, wie viel sie auftanken sollen. Aber okay. Ja, aber schön animiert alles und so. Ja, das kriegen andere Spiele nicht so hin. Achso, man sieht aber nicht die wirkliche Reinfahrt oder so, sondern das ist direkt einfach eine Animation. Alles klar. So, jetzt haben wir die Softreifen, Leute. Jetzt sind wir eigentlich, müssen wir eigentlich richtig schnell unterwegs sein. Die würden natürlich, die gehen wahrscheinlich richtig schnell in die Knie. Aber die letzten 9 Minuten sollten die doch halten, auch bei zweifachem Verschleiß, würde ich meinen. Es gibt ja noch die Superweichen und jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir ja quasi richtig, richtig pushen. Wir sind jetzt aktuell 19. Wir sind gar nicht letzter. Interessant. Also entweder war schon mal jemand in der Box. Und die müssen noch alle. Oder mal gucken, wie sich das alles jetzt gleich verhält. Aber wir pushen jetzt mal richtig. Wenn alle noch in die Box müssen, können wir dadurch einen großen Batzen des Feldes überholen. Schauen wir doch einfach mal. Nur ich sollte halt gucken, dass ich ja keine Fahrfehler mir erlaube. Bei uns auch noch einer unterwegs. Der Timo Bär, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, aus Deutschland, mit seinem VW Gran Turismo Visione, Vision Gran Turismo, so rum. Es gibt auch übrigens ein VW Beetle GT3 oder Gruppe 3, was ich auch sehr geil finde. Sieht einfach quasi aus wie ein Bulliger 911er Rennwagen. So, jetzt müssen wir mal richtig pushen hier. Jetzt sind wir auch schon dran. Der hier sehr, sehr langsam macht. Oh, da gehen einige in die Box. Also ja, es gehen einige in die Box. Man sieht es links an der Anzeige. Also ich denke mal, da wird das Großteil des Feldes auch noch reingehen müssen zu Gegenende des Rennens. Der macht jetzt hier gerade richtig Kampflinie. Das finde ich aber gut, dass er das macht. Ob es ihm was bringt, weiß ich nicht. Leichte Berührung. Ist mir aber egal. Ich ziehe es trotzdem vorbei. Man hat auch gesehen, dass sie ein grünes Symbol hatten. Weiß ich nicht, ist das die Farbe der Reifen? Und was ist... Das müssen wir nur wissen, was... Welcher Reifen was für eine Farbe ist. Grün, ist es Medium, ist es hart, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt Soften, die sind auf jeden Fall orange gewesen, glaube ich. Aber gucken wir mal, die Reifen bauen natürlich jetzt auch schon deutlich schneller ab bei uns. So, da sind wir wieder beim AMG GT3, den kennen wir irgendwo her. Und dann werde ich jetzt wieder versuchen, hier auf der Bremse zu überholen. Das hat vorher wunderbar geklappt. Ich probiere es jetzt einmal wieder. Bisschen verbremst, aufgepasst.
Das wird ein spannendes Finish. Bin mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Gute Top-10-Platzierung würde ich schon ganz gerne haben, trotz der Fehler am Anfang und des großen Fahrfehlers jetzt. Aber ich habe das Auto zum Glück noch abfahren können. Kostet aber allerdings viel Reifen. Und natürlich auch die Pace. Komm, zieh. Das war ein riskantes Überholmanöver oder ein riskanter Versuch vielmehr. Geklappt hat es nämlich noch nicht. Auch jetzt soll ich vorbeigehen. Aktuell 40 Sekunden hinter dem Führenden. Ein gewaltiger Vorsprung. Könnte natürlich auch sein, dass nicht alle in die Box müssen, wie gesagt. Oder ich weiß nicht, wie schlau die KI da natürlich agiert. Das weiß man halt einfach nicht. Ob die wirklich auch sagen, hey, wir sparen Sprit oder wir vielleicht verbrauchen einfach auch nicht alle Boliden so viel. Vielleicht reicht es ja für ein paar Boliden. Das weiß man ja alles im Vorfeld nicht. Ich weiß auch nicht tatsächlich, ob man immer vollgetankt wird oder ob man das einstellen kann. Weiß ich alles nicht. Alles eine Frage. Wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem 6. Platz. Das heißt, wir haben da jetzt ordentlich Position jetzt gut gemacht, weil viele jetzt in die Box gefahren sind. Mal gucken, ob wir nochmal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Sind allerdings jetzt schon gut weit weg von der Spitze, also die müssen auf jeden Fall nochmal in die Box, wenn wir da eine Chance haben wollen. Für eine ganz gute Platzierung, aber aktuell 6. Platz ist ja schon mal auf jeden Fall im Mittelfeld der Top 10. Also im vorderen Viertel fast. Ja, aber 5. oder 4. oder vielleicht sogar 3. wäre ja schon ganz geil. Ja, ich glaube, die Top 2 ist zu weit weg, als dass wir eine Chance haben. Jetzt haben wir mal ein bisschen freie Fahrt. Das können wir versuchen, hier ein bisschen auszunutzen. Da noch was zu reißen. Es ist allerdings nicht mehr viel Zeit. Also wir werden noch 2, maximal 3 Runden fahren. Und dann ist das Rennen vorbei. Mal gucken, ob noch welche in die Box gehen oder ob das dann schon alles war. Ja, hier habe ich noch nicht so den perfekten Bremspunkt. Weil ich mich vorher einmal kurz verbremst habe, gehe ich das lieber ein bisschen vorsichtig an. So, und ich glaube, da war doch jemand jetzt in der Box, oder? Oder sah das nur so aus? Das sah wohl nur so aus. Aber wir kommen nochmal ran. Na, das war nicht gut. Da haben wir ein bisschen viel Wheelspin gehabt. So, da kommen wir an einen R8. GT3 ran. Der hier sehr langsam wird. Probier es mal hier direkt innen durch. Dadurch holen wir uns Position 5. Vorne müsste wahrscheinlich ein Huracan GT3 sein. Na, nicht optimal gefahren. Nur aufpassen, nicht das Auto wegwerfen hier. Ja, Reifen sind natürlich schon deutlich mehr runter. Aber auch trotz zweifachem Abrieb halten die eigentlich ganz gut. Diese kurze Distanz, die wir jetzt fahren. Aber ich glaube, dass nicht wirklich alle in der Box waren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich schon alle drin waren. Weil 33 Sekunden Rückstand klingt für mich doch ein bisschen zu viel. Auch trotz diesen Fehlern und diesem Aufhalten im Verkehr vorhin. Aber ja, möglich wäre es trotzdem vielleicht. Ich weiß es nicht. Kann ja alles sein. Aber Platz 4 sollte auf jeden Fall auch noch möglich sein. Für uns eine Runde werden wir auf jeden Fall noch fahren.
Jawohl, da versuchen wir es jetzt. So, der ist jetzt in die Box eingebogen. Und dadurch sind wir Dritter. Aber ich bezweifle wirklich, dass die ersten beiden schon in der Box waren. Vielleicht waren sie es auch und ich habe es nicht mitbekommen. Dann umso mehr Respekt für diesen riesigen Vorsprung, den die da rausgefahren haben. Oder sie mussten nicht an die Box, was natürlich auch sein kann. Kann mir vorstellen, dass nicht jedes Fahrzeug so viel Benzinverbrauch hatte. Aber sei es drum. Top 3 ist auch okay. Ja, Reifen ist ein bisschen abgenutzt, das merkt man. Ja, letzte Runde läuft. Und da werden die natürlich jetzt auch nicht mehr in die Box fahren. Weiß nicht, ob wir am Ende noch eine Statistik sehen. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Man sieht, wer wie oft in der Box war oder so. Ja, nicht gut gefahren, was ich hier zusammengurke gerade hier hinten. Das geht alles schöner. Das geht alles runter. Wir haben jetzt auch schon wieder 50% des Treibstoffs verbraucht. Aber in der letzten Runde soll das uns jetzt auch egal sein. Ja, die sind im Ziel und haben gewonnen. Dadurch können wir jetzt nur noch den dritten Platz retten. Und ich verbremse mich hier wieder erneut. Also, ja, alles andere als ein perfektes Rennen. Aber trotzdem eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Und man sieht auch, durch eine etwas schwächere KI kann man sehr spannende Rennen haben, wenn man einfach die nötigen Herausforderungen sich stellt. Ja, zwei BMW M6 da vorne weggefahren. Vielleicht auch sind die einfach ein bisschen stärker. Aber vielleicht können wir auch gleich nochmal eine Gesamtstatistik einsehen. Wir kriegen jetzt erstmal ein bisschen Credits. Natürlich nicht so viel wie für den Sieg. Ist ein bisschen schade, aber ja, das passt schon. Eine neue Stufe haben wir auch erreicht. Hier sehen wir die Ergebnisse. Da gucken wir doch mal vielleicht auf die Rundentabelle. Die da vorne, ja, da sieht man nur die Position, wie sie sich verändert haben. Oder gibt es da noch ein bisschen mehr Statistiken? Nee, scheinbar nicht. Beste Runde haben wir gefahren. Das nimmt mich jetzt auch nicht wunder. Kann man, wenn man hier drauf geht, vielleicht ein bisschen mehr Informationen bekommen? Nee. Das wäre jetzt interessant zu wissen, wenn man jetzt wüsste, ob eben jemand in der Box war oder nicht. Das wäre schon ganz cool zu wissen. Aber das ist jetzt hier leider nicht einsehbar. Nee, leider nicht. Cool wäre es aber auf jeden Fall gewesen. Ja, egal. Wir schließen das Ganze mal ab. Und ja, würde sagen, das soll es gewesen sein. Wiederholungsspeicher ist selbstverständlich auch mal ab. Und ja, da können wir noch Rennergebnis. Aber das ist dasselbe wie gerade eben, ne? Ja, egal. Also ich weiß nicht, vielleicht waren sie in Box. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Oben links sieht man ja, oder sieht man zumindest mal der Führende, ob er mal drin war oder nicht. Ansonsten, das nächste Mal wissen wir bei 25% und Gruppe 3 vielleicht sogar auf dreifachen oder verdreifachen Spritverbrauch reingehen oder aber vielleicht auch einfach den Reifenverschleiß deutlich erhöhen, dass eben die Reifen der entscheidende Faktor sind und nicht unbedingt das Nachtanken. Wie dem auch sei, ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe Gran Turismo Sport. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ciao. Wuhi.